Spezialist mit Kampfpreis. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge AGT Multigaming Spiel Train Fever, und zwar wieder mit mir, dem Black. Und in der letzten Folge ging es darum, dass wir hier ein wenig die Strecken vergrößert haben und wir sind dabei stehen geblieben, wie wir hier versuchen, eine Brücke zu bauen. Und dieses Projekt gehen wir jetzt auch weiter an. Ich werde versuchen, hier diese Hügel noch ein wenig zu erhöhen, dass ich sauber hier über die Schienen komme, dass meine lieben Stadtbewohner auch die Möglichkeit haben, von Stadt zu fahren. Jetzt sind wir hier schon ein bisschen höher. Sind wir überhaupt auf einer Linie? Nein, kein Wunder. So, dann erhöhen wir das Ganze hier mal noch ein wenig weiter. Und wir versuchen es erneut. Das klappt schon wieder nicht. Mal ein bisschen hoch, hoch. Aber das Ganze doch noch ein bisschen großflächiger. So, jetzt sind wir hier schon mal recht hoch. Gleich machen wir hier auch. Das Gute ist, wir müssen uns aktuell keine so großen Geldsorgen machen, weil das Geld einfach fließt. Okay, vielleicht habe ich auch wieder den Fehler gemacht, den ich öfters mal mache, dass ich das hier wieder ein bisschen einplätten muss. So, jetzt nochmal mit dem Begradigungstool drüber. Und jetzt schauen wir mal, was die Straße jetzt sagt. Ob sie immer noch sich weigert. So, jetzt hast du hier Probleme. Schade. So, jetzt machen wir das Ganze noch mal von ganz vorne. Erstmal das Ganze hier weg. Es kann ruhig ein bisschen tiefer sein. Gehen wir gleich mit dem Streckentool, mit dem Begradigungstool drüber. So, wie das aussieht. So, perfekt. Als ob hier nie was gewesen wäre. Straße. Geht nicht. So, warum ist also eine Terrain-Entgleichung nicht möglich? Mir auf den Sack gehe ich. Tja, dann war's das, liebe Leute. Dann gibt's hier wohl keine Brücke, weil ich zu doof bin, die zu bauen. Und falls einer die Lösung hat, darf er also gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber ich werde jetzt nicht die ganze Spielzeit hier von dieser Folge mich mit dieser Brücke über Naundorf beschäftigen. Sondern hier lieber meine Linien nochmal überwachen. Und hier zum Beispiel, was langläuft, was gar nicht langlaufen soll. Und zwar die Stadt hier. Habe ich hier eine Linie? Ja, die weiße. Aber die ist leicht überfordert mit dieser Sache. Das heißt, wir schicken einfach mal nochmal 5 neue Pferdekutschen auf die Linie. In der Hoffnung, dass ab sofort alles jetzt über meinen Transportweg läuft und nicht mehr da einzeln von Hand.
So, wir können jetzt gleich auch noch Naundorf mit. Nein, kriegen die erstmal. Standardbushaltestelle vor die Nase gesetzt. Und jetzt kriegen die natürlich auch noch ein bisschen ÖPNV dazu. So, Linie 1. Dahin, 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 dahin und wieder zurück. 9. Eine dazu, zack, 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 das heißt, wir werden aber Dorf, Dorfstraße kommt nochmal raus, Tal kommt auch raus und jetzt noch zwei kommen die Haltestellen und nach der Marktstraße kommt die. Das passt auch. So, jetzt brauchen die noch ein Depot. Das natürlich gerne kriegen. Du bist auf Linie 14. Und du auf Linie 13. Sieben Minuten, das heißt, wir kaufen gleich noch eins für Linie 14 dazu. Das passt schon mal, eventuell sogar noch eins für Linie 13 dann später. Aber da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Meine Finanzen zu dem grünen Bereich, da wo es auch hingehören. Ah, hier habe ich gar keine Strecke gebaut. Das ist natürlich jetzt schlecht. Die können wir noch vollenden. Die ist ja hier angeschlossen hier. So. Die nennt sich Naundorf. Ach, Drosselweg, okay. Falsch. Ich nenne mir jetzt erstmal um in Sega. Worauf wartest du? Auf freie Wege. Okay, fährt los. Und wo habe ich jetzt diese neue Strecke, die ich da. So, die wird jetzt auch mal umbenannt, dass ich auch später einen Überblick behalte, dass das nicht der Drosselweg ist, sondern Sega. Hier fehlen mir noch Gleisstrecke, wie es aussieht. Der Takt liegt bei
Taktik bei 10 und bei 13 Minuten so viel. Ach du Scheiße. Ach, das war die Strecke, die ich nicht zweispurig ausgebaut gekriegt habe. Jetzt machen wir hier mal eine neue Strecke. Sind alle noch im Minus, aber wenigstens wenn die ersten Passagiere befördert. Kopieren das hier mal schnell rum. Ich habe dann nimmer so viele Güter lang, das ist schon mal gut. Fast vollständig mit Gütern versorgt. Die sind vollständig mit Gütern versorgt. Hier läuft die Produktion. Hier ist auch der Zug voll. Okay. Gleich mal gucken, was hier die Bilanz sagt. Die Züge sind alle. Gewinn bringt. Der Zug ist auch voll. Das Ganze mal zum bisschen zu beschleunigen. Da sehe ich, glaube ich, gar keine Signale gesetzt. Setzen wir hier mal noch eins. Um einfach die Züge in Schwung zu halten, dass sie nicht dauernd beschleunigen und abbremsen müssen. Der Zug entlädt sich sehr schön. Die Straße könnte man eigentlich mal. Nee, können wir noch nicht upgraden. Schade. Vielleicht kriegen wir es schon auf 4. Nee, das geht nicht. Schade. Also welche Linie ist das? Linie 4. Güter, Marktdorf. Okay, das gefällt mir natürlich jetzt nicht, dass der da noch so lang drüben fährt. Das heißt, wir werden jetzt gucken, dass wir den hier nochmal rüberziehen. So, und jetzt hätte ich gerne, dass hier ein Signal hinkommt und hier. Und das stimmt hier soweit auch. Perfekt. Lass mich hier noch ein Signal hin. Jetzt kann der Zug, wenn er von da kommt, durchfahren. Der hier wird gebremst. Und der hier muss. Hier gebremst werden. So, jetzt ist das auch repariert. Beziehungsweise optimiert, sag ich mal. Hagebüll
ist auch voll versorgt. Ja, das ist die normale Zuglinie. Wo fährt mein Güterzug? Ja, wie ich sehe, brauche ich schneller Loks. So, den Zug werden wir erstmal ein bisschen verlängern. Weil hier stauen sich schon 80 Kühlschnücker. Dann kann der Zug auch ruhig ein paar mehr noch mitnehmen. So, Nummer 20, sind wir bei 60, das ist gut. Okay, da können wir auch gleich die Lok austauschen. Unterwegs, halten an, wenden. Unterwegs, zurück ins Depot. Und jetzt schon mal ein ganzes Stück mehr Leistung, wenn man guckt. Zugkraft, Leistung ist doppelt so hoch, Zugkraft ist sogar fast 200 mal so hoch, also dann beschleunigt der Zug auch schneller. Okay, mal gucken, ob das geht. Sehr lustig, dass das funktioniert. Das war mir gar nicht bewusst, da ich auch eine Lok schieben lassen kann. Und noch einmal zurück ins Depot. Ein bisschen Spielerei muss sein. Und jetzt sortieren wir die mal richtig hinten dran. So. So, jetzt sieht das schon viel besser aus und ich verabschiede mich wieder mit dieser jetzt richtig fahrenden Lok und wir sehen uns dann wieder im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.